Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich weiß nicht, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich muss sagen, ich habe jetzt hier ein längeres Manuskript vorbereitet, den werde ich natürlich jetzt auch noch vorlesen, immer wieder natürlich zu euch schauen. Eine Sache liegt mir dann trotzdem noch auf dem Herzen, die ich hier loswerden möchte. Als ich mit meinem Studium fertig gewesen bin, da muss ich sagen, da habe ich mit Blockchain auch nicht so viel am Hut gehabt. Ich habe mich mit Absicht da einfach da rausgehalten. Weil es allein schon vom Mithören her hat man mitbekommen, dass das eher ein Aufschrei, der einfach nur durch den leeren Raum hallt ist. Und dann, als ich beim Forschungszentrum Informatik angefangen habe, nun, da wurde ich dann in Projekte reingezwängt, wo ich dann im Nachhinein auch als Wissenschaftler feststellen musste, dass das auch wichtig gewesen ist, dass ich mich mit diesem Thema befasst hatte. Und so habe ich mich dann wirklich ehrlich, aufrichtig versucht, mich in dieses Thema einzuarbeiten. Und was ich dort feststellen musste, war für mich genau das Gegenteil von dem, was ich im Studium, was ich in der wissenschaftlichen Praxis, in den wissenschaftlichen Papern gesehen habe, hat es dem allem widersprochen, jegliche Vorgehensweise. Und genau darum wird es in diesem Vortrag gehen. Ich habe dazu in einem kreativen Einfall eine Einleitung überlegt, damit würde ich gerne in dieses Thema einführen. Liebe Gemeindemitglieder, im Namen des Internets, des Retters Satoshi Nakamotos und der Kryptographie segne ich euch. Amen. Wir leben in einer Zeit von rasenden Entwicklungen. Eure Tüchtigkeit und Kreativität übersteigt jegliche Erwartungen und bricht alle Rekorde. Eure White, Purple, Blue, Yellow, Black etc. Paper füllen die Farben des Regenbogens nun fast komplett aus und scheinen heilig. Amen. Doch wisset und fürchtet nicht, so wie es in der Internetregel 49 steht, ihr, die Erleuchteten des Internets, seid auserwählt, mit verschlossenen Augen unseren Ideen zu folgen. Dennoch, seid aufmerksam beim Erkunden des Neulands, denn die Widersacher des Internets versuchen verblendet von der Erleuchtung nihilistische Botschaften zu verbreiten. Nennen wir unseren Feind beim Namen. In den Schriften unseres Verschwörungsarchivs YouTube ist in der Schrift »Die Menschheit schafft sich ab« ab Minute 633 die folgende Botschaft des Nihilisten Harald Lesch zu entnehmen. Bitcoin ist der Ausdruck für die Perversion des Homo sapiens. Wie kann es sein, dass wir natürliche Ressourcen verheizen für eine völlig spekulative Währung, für die es im Ökonomischen noch nicht mal eine Art von Gegengewicht gibt? Nix. Wenigstens bei den Währungen, da hatte man den Eindruck, dass es eine gewisse Beziehung zu den Wirtschaftsleistungen der Länder hatte. Aber hier könnte man genauso gut auf Schweinescheiße spekulieren. Möge diese Botschaft nie in unseren Filterblasen landen. Amen. Nun, diese Einleitung sollte hoffentlich jedem klar machen, um was es in diesem Vortrag gehen wird. Daher zuerst ein Disclaimer, Klammer auf. In diesem Vortrag geht es um Kritik. In heutigen Zeiten ist aber wichtig zu betonen, dass ich hiermit niemanden persönlich angreifen möchte. Jegliche Kritik bezieht sich lediglich auf das Phänomen der Blockchain und nicht auf einzelne Personen. Klammer zu, abgehakt. Wir werden das Phänomen Blockchain aus zwei Perspektiven beleuchten. Zuerst werde ich erläutern, welche Rolle Blockchain in unserer Gesellschaft angenommen hat und warum es in dieser Form nie hätte aus dem Labor ausbrechen dürfen. Die andere Perspektive wird technischer Natur sein und den Großteil dieses Vortrages einnehmen. Ich werde euch aus technischer Sicht erläutern, wo sich die Anwendbarkeit der Blockchain tatsächlich verbirgt und darüber hinaus aus sicherheitstechnischer Sicht erläutern, wie es um die IT-Sicherheit in der Blockchain selbst steht. Zusammengenommen, mein Ziel für diesen Vortrag ist es im Grunde, euch den Wahnsinn, welcher sich im Blockchain-Ökosystem abspielt, näher zu bringen. Zuerst ein paar allgemeine Informationen zum Stand der Dinge der Blockchain.
Stellen wir uns die Frage, welche Größe besitzt denn Blockchain heute? Welche Größe hat es bis heute erreicht? Fangen wir zuerst mal an, als es ganz klein gewesen ist. Das kennen wahrscheinlich schon die meisten. Das Ganze hat mit dem Laborexperiment Bitcoin angefangen. Bedeutung damals ist gewesen, nun, es war eine interessante Forschungsarbeit mit vermeintlich praktischer Anwendbarkeit und einem funktionierenden Proof of Concept. Meiner Meinung nach, eigentlich hätte es hier schon aufhören müssen. Es hätte einen klaren Forschungszweig drumherum werden können, welche möglicherweise sogar noch bessere Resultate hätte hervorbringen können. Denn der Bitcoin ist wie alles andere, es ist keine absolute Wahrheit und es ist nicht perfekt. Aber es ging weiter. 10.000 Bitcoin für eine Pizza. Und die Medien schreiben, wenn Laszlo Hanyets diese Coins bis heute hätte behalten, und Teile des Internets fangen an, bei dieser Vorstellung komplett durchzudrehen. Auf einmal kann jeder aus den Fehlern des Herrn Laszlo Hanyets lernen. Also kaufen wir diese Coins und horten diese und warten auf den einen Moment, wo wir schlauer sein können als Laszlo. Anstatt des Amens überzeugen wir andere des Hodlings. Doch wann kommt dieser eine Moment? Darauf kann ich auch keine Antwort geben. Blicken wir aber auf den aktuellen Stand dieses Wahnsinns. Nun, bis heute sind es, also Stand vor ein paar Wochen, sind es über 2000 Währungen, verteilt auf über 18.000 Märkte. Tendenz steigend und diese Tendenz ist auch bisher ununterbrochen. Das heißt, diese Zahl an Währungen und Märkten steigt immer wieder. Von den über 2000 Währungen reichen aber schon die ersten 10, um 87% des gesamten Marktes zu identifizieren. Sprich, die 87% der gesamten Marktkapitalisierung wird schon von diesen 10 umfasst. Die einzige Tendenz, die auf- und abspringt, ist die gesamte Marktkapitalisierung. Vor etwas mehr als einem Jahr gab es einen Klimax. Die gesamte Marktkapitalisierung hat über 800 Milliarden betragen. Am Tag wurden mehr als 300 Milliarden hin und her geschoben. Und damit die damaligen Gewinne und die heutigen Verluste erzeugt. Willkommen im größten Glücksspielexperiment in unserer Geschichte. Nun, die Blockchain wird ja häufig als eine disruptive Technologie bezeichnet. Das ist sie auch in der Tat, und zwar disruptiv in Bezug auf unsere Gesellschaft und Ressourcen. Trotz der Klimakrise verbrennen wir natürliche Ressourcen für das größte Glücksspielexperiment in unserer Geschichte. Mit Absicht haben wir diese Technologie unkontrollierbar gemacht und lassen diese wüten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte noch einmal betonen, Bitcoin ist der Ausdruck für die Perversion des Homo sapiens. Blicken wir mal auf das Diagramm, was ich hier vorbereitet habe. Es gibt den Energieverbrauch des Bitcoin-Netzwerks an. Ich betone nur Bitcoin. Man kann also davon ausgehen, dass die Währungen zusammen einen größeren Verbrauch aufweisen werden. Nun, wenn hier in diesem Saal die Zahl 75 Terawattstunden niemandem was sagt, habe ich ebenfalls einen kleinen Vergleich vorbereitet. Diese Zahl entspricht in etwa dem Energieverbrauch der Schweiz, welche in ungefähr circa 8 Millionen Einwohner besitzt. Allein das ist schon Grund genug, dass dieses Phänomen nie hätte so auftreten dürfen. So viel von der Gesellschaftskritik. Alles, was ich in meiner Kompetenz und wo ich mich aufregen wollte, habe ich jetzt losgeworden. Jetzt wird es Zeit, mal ein bisschen sachlicher zu werden. Es wird Zeit, nämlich das Phänomen aus technischer Sicht zu beleuchten. Bevor wir aber die wissenschaftliche Brille aufsetzen, blicken wir unvoreingenommen auf die Aussagen des Internets, was natürlich immer eine wunderbare Idee ist. Welches Objekt sehen Teile des Internets hinter dem Begriff Blockchain? Nun, die erste Anlaufstelle ist ja wie häufig Wikipedia. Die Definition hier lautet, eine Blockchain ist eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen, auch Blöcke genannt, die mittels kryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Hier ist es also eine verkettete Liste.
Blockchains sind fälschungssichere, verteilte Datenstrukturen, in denen Transaktionen in der Zeitfolge protokolliert, nachvollziehbar, unveränderlich und ohne zentrale Instanz abgebildet sind. Hier sind es die verteilten Datenstrukturen, zusammengenommen mit den bisherigen ist es eine verteilte, verkettete Liste. Bei der Blockchain, übersetzt Blockkette, werden vom Computer unzählig viele Datenblöcke aneinandergehängt, wie ein digitales Logbuch. Hier ist es ein digitales Logbuch also, zusammengenommen können wir davon ausgehen, dass in der Blockchain also Ereignisse protokolliert werden. Damit haben wir auch also eine Beschreibung des Inhalts einer verteilten, also dieser verteilten, verketteten Liste. Die Blockchain ist ein chronologisch geordnetes öffentliches Register aller Bitcoin-Transaktionen. Hier ist es dann wiederum ein öffentliches Register. Und diese Internetsuche möchte ich nun mit dem folgenden Zitat abschließen. Blockchain ist die technologische Basis für das Internet der Werte. Ein Vergleich zu den Internetübertragungsprotokollen, die den Austausch von Informationen im klassischen Internet abbilden, ist hier naheliegend. Nun, dies ist ein sehr häufiges Phänomen in diesem Ökosystem, dass man versucht, in der Blockchain mehr zu sehen, als es eigentlich ist. Die bisherigen Definitionen zusammengenommen, abgesehen jetzt von dieser, ergibt sich das Bild einer nachschlagfreundlichen, öffentlichen, verteilten, verketteten Liste an Ereignissen. Das Puzzle setzt sich also so langsam zusammen. Tatsächlich also steckt in jeder dieser Aussagen dann doch nur ein Fünkchen Wahrheit drin, auch wenn das Bild noch nicht ganz vollständig ist. Setzen wir jetzt mal eine wissenschaftliche Brille auf und betrachten die eingesetzten Implementierungen und Dokumentationen in der vor uns liegenden Recherche zusammen. So, das dauert jetzt wieder ein paar Monate, bis wir das gemacht haben, beziehungsweise bis ich das gemacht hatte. Diese Recherche habe ich und meine Kollegen am FZI, am Forschungszentrum Informatik, bereits durchgeführt. Und ich schlage dabei die folgende Arbeitsdefinition vor, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Definition ist, wie gesagt, aus einer jahrelangen Recherche, Marktsichtung und Diskussion am FZI entstanden. Und der Anspruch ist dabei, so kurz wie möglich, und es soll möglich sein, die Blockchain in die existierende Ontologie, Hierarchie, der Technologien einzuordnen. Denn Blockchain ist keine grundlegend neue Technologie, im Gegensatz zu der Public-Key-Kryptographie oder dem gesamten Internet-Stack. Ich schlage dabei vor, die Blockchain ist eine heterogene, verteilte Datenbank, deren Replizierung durch einen Konsensmechanismus ohne Vertrauensbeziehungen durchgeführt wird. Nun, falls man diese Definition nicht auf Anhieb versteht, sollte man natürlich zuerst die einzelnen Begriffe erläutern. Allesamt beschreiben sie aber eine bestimmte Technologieart, die sich in die Hierarchie der existierenden Technologien einordnen. Nicht mehr und nicht weniger. Was eine Datenbank ist, muss ich hoffentlich niemandem erklären. Was eine verteilte Datenbank ist, aber kann man sich ganz gut vorstellen, wenn man schon weiß, was eine Datenbank ist. Man nehme sich diese Datenbank und verteile sie auf die Computer in einem Netzwerk. Die Art der Verteilung wiederum wird beschrieben durch die Replikation. Ich kann nämlich diese Datenbank komplett spiegeln, dann ist sie überall gleich, habe ich eine schöne Ausfallsicherheit, oder ich verteile sie, indem ich auf jedem Computer einen Teil dieser Datenbank abspeichere. Vertrauensbeziehungen und Konsensmechanismen sind ebenfalls keine grundlegenden neuen Probleme. Tatsächlich haben die Kryptografen Leslie Lamport und andere bereits 1984 dieses Problem festgestellt und dies am Beispiel der byzantinischen Generäle dargestellt. Das Problem nannte man dann auch the Byzantine Generals Problem und Lösungen dazu sind häufig mit Byzantine Fault Tolerance tituliert. Stellt euch nun die folgende Situation vor. Drei Generäle versammeln sich vor den Stadttoren der Stadt Phantasia. Jetzt gilt es, Meinungen auszutauschen, ob man angreifen möchte oder sich zurückziehen soll. Einer der Generäle ist aber nicht loyal und möchte Verwirrung stiften. General 3 steht jetzt also konfliktierenden Aussagen gegenüber. Tatsächlich kann er sogar nicht unterscheiden, welche der anderen Generäle der Verräter ist. Denn andernfalls würde er vor der gleichen konfliktierenden Situation stehen mit genau den gleichen konfliktierenden Nachrichten. Daher trifft er eine ganz einfache, aber grundlegende Entscheidung. Er vertraut einfach niemandem. Auf sich alleine gestellt kann er aber die Stadt nicht einnehmen. Aber da er noch den Glauben an die Rechtschaffenheit der Mehrheit glaubt, vertraut der General darauf, dass die Mehrheit ehrlich ist. Es muss also ein Kommunikationsalgorithmus her,
der garantiert, dass sich die loyalen Generäle einigen können, obwohl gleichzeitig die Unruhestifter sich unter ihnen befinden. Diesen Algorithmus nennt man dann Konsensmechanismus. Tatsächlich ist diese dargestellte Situation ein bereits überraschend gutes Beispiel für die sogenannten privaten, / autorisierten Blockchain-Technologien. Bei öffentlichen Blockchain-Technologien tun sich aber zusätzliche Probleme auf. Hier können verräterische Generäle ihre Untergebenen zu weiteren Generälen ernennen. Und so ist es möglich, eine Mehrheitsentscheidung zu kippen. Dies nennt man den Sybil-Angriff. Und dagegen muss ein Konsensmechanismus im Kontext von öffentlichen Blockchains auch schützen. Ein gutes Beispiel, der schon sehr häufig erzählte und erklärte Proof of Work. Vollständigkeitshalber würde ich gerne darauf noch eingehen, falls das jemand noch nicht kennt, auf eine sehr einfache Art und Weise. Ich muss auch sagen, es wird häufig mit dem Beispiel, vor allem für Laien, mit dem Beispiel der, wie heißen die, der Rätsel, genau, der Computerrätsel dargestellt, dass da irgendwelche Computer Rätsel lösen und dafür Belohnungen kriegen. Ich finde, das ist ein sehr gefährlicher Vergleich, vor allem für Laien, die sich vor allem mit Computern und mit Technologien wenig am Hut haben. Denn das impliziert schon mal, dass da ja, irgendwas Sinnvolles gemacht wird. Dass da wirklich tatsächlich irgendwelche existierenden Rätsel berechnet werden, die wirklich sinnvolle Lösungen ergeben. Aber nein, das Prinzip ist hier ganz einfach. Ursprünglich diente Proof of Work in der Pre-Blockchain-Ära als Schutzmechanismus gegen Denial of Service. Das Prinzip ist einfach, verrichte Arbeit, bevor du eine Nachricht senden kannst. Oder halt eben, bevor du einen Block erzeugen kannst, musst du halt eine gewisse Art von Arbeit verrichten. Wie sieht diese Arbeit aus? Tatsächlich ist es wirklich extremst trivial. Wir haben eine Box mit Kugeln drin, die nummeriert sind. Und was mache ich jetzt als derjenige, der eben einen Block erzeugen möchte? Nun, ich wackel ein bisschen dran, von mir aus drehe ich das Ganze noch ein bisschen und weil es so schön war, wackel noch mal ein bisschen dran. Und was passiert? Da fällt eine Kugel raus, da steht eine Zahl drauf und je nachdem, wie die Schwierigkeit X eingestellt ist, überprüfe ich, ob die Kugel A, die Zahl drauf, größer als X ist. Wenn nicht, wenn es größer ist, dann darf ich einen Block erzeugen, kriege die Belohnung, darf mir einen schönen Zahltag machen. Wenn es kleiner ist als X, dann zurück wieder auf Start, wieder Box wackeln, ziehe keine 200 D-Mark ein. Doch der Proof of Work, theoretisch ist das ein schönes Konzept, aber praktisch nicht ohne Mängel. Um alle Mängel aufzuzählen, fehlt hier aber leider die Zeit, aber ein Mangel, der sehr häufig übersehen wird, ist das Dilemma der Verifikation. Belohnungen bei Proof of Work gibt es nämlich nur für das bisher Erklärte, also für das Wackeln und Drehen. Tatsächlich müssen aber noch Transaktionen in diesen Block rein und diese Verifikation, diese Transaktion ist nicht notwendig, um diesen Proof of Work zu verrichten. Die Verifikation ist aber ein notwendiges Übel, denn wenn ich diese Verifikation nicht durchführe, habe ich zwar danach einen Block, aber mit ungültigen Transaktionen und es wird einfach nicht anerkannt. Und als notwendiges Übel wird dieses von dem Homo economicus möglichst verdrängt. Daher tritt man als Miner einem Mining Pool bei und schürft die ihm vorgegebenen Bits und Bytes. Die sogenannten Full Nodes sind ehrenamtliche Teilnehmer und diktieren diesen Minern im Endeffekt die komplette Sicht auf die Blockchain. An diesen Nodes, an diesen Full Nodes, hängen dann die Light Nodes. Und diese Light Nodes sind im Endeffekt der Großteil der Userbasis einer Blockchain. Und weil sie auch die größte Userbasis darstellen, passieren dann auch solche Sachen wie User-Activated Soft Forks, wo diese Light Nodes den Full Nodes diktieren, wie, was gültig ist und was nicht. Und dann wiederum werden die Miner, wird das den Minern von den Full Nodes diktiert. Doch der Proof of Work ist nur der Anfang gewesen. Es kommen noch weitere Sachen, der Proof of Space, Proof of Useful Work, Proof of Location, Proof of Luck, Proof of Retrievability, Proof of Solvency, Proof of Individuality, Proof of Capacity, Proof of Burn, Proof of Activity, Proof of Authority, Proof of Importance, Proof of Kernel Work, Proof of Stake, etc. etc. pp.
Ein Konsensmechanismus spricht nach dem anderen. In den Dokumentationen sind Begründungen für Designentscheidungen eine seltene Ausnahme. Hier zählt nur die Kreativität und Sachlichkeit ist fehl am Platz. Man nimmt sich das Konzept des Proof of Works, welches sich in den ersten Experimenten gut geschlagen hat, und stapelt die Bausteine aufeinander, wie ein Kind, das erstmals eine Lego-Box vor die Finger bekommen hat. Dieser Prozess ist etwas, was so hätte nie stattfinden dürfen und wortwörtlich außer Rand und Band ist. Denn das steht in einem klaren Widerspruch zur wissenschaftlichen Praxis der Kryptographie und der professionellen IT-Sicherheit. Das bringt uns zum nächsten Teil des Vortrages. Jetzt, wo wir die grundlegenden Konzepte der Blockchain verstanden haben, uns auf ein gemeinsames Niveau gebracht haben, können wir beleuchten, wie diese tatsächlich einsetzbar sind. Zuerst ist aber wichtig zu verstehen, dass die Anwendbarkeit von Sicherheitsmechanismen viel Vorsicht und Methodik benötigt. Ich hole etwas weiter aus, bevor ich das Ganze erläutere. Die Methodik der anforderungsgetriebenen IT-Sicherheit, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist ein grundlegendes Prinzip für mich und meine Kollegen am Kompetenzzentrum IT-Sicherheit am FZI. Diese Methodik haben wir uns nicht ausgedacht, sondern ausgehend von unseren Erfahrungen in der Wissenschaft und Projektarbeit uns angeeignet. Vor allem aber die Erfahrungen aus der Wissenschaft zeigen, dass es ein größtenteils allgemein akzeptiertes Prinzip für wissenschaftliches Vorgehen gibt. Und zwar das Falsifikationsprinzip. Begründet vom Philosophen Karl Popper sagt dieses Prinzip aus, vereinfacht gesagt, eine nicht widerlegbare Theorie ist nicht wissenschaftlich. Dazu schlägt Popper ein dreistufiges Schema vor, wie man zu solchen wissenschaftlichen, falsifizierbaren Theorien kommen kann. Grundlegend ist zuerst ein Problem mit anschließenden Lösungsversuchen, welche nach und nach eliminiert werden, bis man eine befriedigende Lösung gefunden hat. Ganz einfach und kein Hexenwerk. Das Prinzip lässt sich auf die IT-Sicherheit eigentlich fast 1:1 übertragen. Es wird eine Problemstellung formuliert, häufig beschränkt auf eine bestimmte Anwendung. Hieraus ergeben sich dann Anforderungen. Daraufhin wird ein System-Protokollentwurf gemacht, welches hoffentlich diesen Anforderungen entspricht, genügt. Doch das hoffentlich wird dann in der Beweis-Prüfphase überprüft. Ganz einfach und kein Hexenwerk. Mit diesem Wissen bewappnet wollen wir nun einigen Anwendungsfällen der Blockchain begegnen. Als Grundlagen habe ich ein paar Behauptungen aus dem Netz zusammengestellt, welche meinen, Blockchain für sichere Nachrichtenübertragung und eine sichere Informationsablage nutzen zu können. Gehen wir mal etwas professioneller an die Sache ran und betrachten erstmal die Problemstellung der sicheren Nachrichtenübertragung. Was sind denn die Anforderungen? Nun, die Übertragung muss erst einmal authentifiziert sein. Beide Kommunikationspartner müssen also sicherstellen, dass sich kein Man in the Middle einschleicht. Dafür eignet sich eine Public-Key-Infrastruktur seit jeher wunderbar. Und falls Vertraulichkeit garantiert werden soll, ist die gängige Praxis, Verschlüsselung einzusetzen, dessen Sicherheit dem Begriff der Chosen Ciphertext Attack genügt. Hier kann man die Anforderungen natürlich noch weiterspinnen, wie die Forward Secrecy, die benötigt, dass zukünftiges Schlüsselmaterial die Vertraulichkeit vergangener Nachrichten nicht konterkariert, off the record und so weiter. Dies nur vorständigkeitshalber, um zu betonen, dass dieser Anwendungsfall sehr komplex werden kann. Eine existierende Lösung für diese beiden Anforderungen ist zum Beispiel Signal. Das funktioniert wunderbar, wird wunderbar funktionieren und eigentlich werden wir jetzt fertig. Wäre dann nicht die Blockchain. Es stellt sich die Frage, welche dieser Anforderungen die Blockchain erfüllt. Nun, tatsächlich ist die Blockchain ja eine öffentliche Datenbank. Wir können Zeugs reinschreiben, wir können Zeugs rauslesen und wir können davon ausgehen, dass das Ganze auch auf ewig so bleiben wird. Nicht ganz auf ewig, aber da komme ich noch drauf. Für eine Authentifizierung allerdings wird immer noch eine Public-Key-Infrastruktur benötigt. Vertraulichkeit garantiert die Blockchain ebenfalls nicht. Wir brauchen also wieder eine CCA2-sichere Verschlüsselung. Nun, damit haben wir also die gleichen Werkzeuge wie davor, nur zusätzlich noch ordentlich Gebühren und obendrauf eine ordentliche Latenz in den meisten Fällen. Ja, aber müsste ich jetzt eigentlich jemanden schreien hören? Die ausgetauschten Nachrichten müssen ja unlöschbar sein.
Da muss ich allerdings entgegnen, dass, falls diese Nachrichten unlöschbar sein müssen, dass in diesem Fall es notwendig ist, dass die Nachrichten keinerlei personenbezogene Daten beinhalten und damit anonym sind. Und nein, Verschlüsselung und Streuwertfunktion sind keine Anonymisierung. Zudem kommt noch, dass das Fundament jedweder Blockchain-Technologien auf Primitiven der Kryptographie aufbaut und damit alle 10 Jahre sich die Sicherheit und damit die Garantie der Integrität sowie Vertraulichkeit verringert. Wo negatives lineares Wachstum am Ende landet, muss ich wohl niemanden erklären. Das andere Anwendungsszenario war ja die Informationsablage. Die Anforderungen sind dabei eigentlich tatsächlich, wenn man das genau anguckt, fast genauso. Hier ist lediglich wichtig zu unterscheiden, dass nur der Absender authentifiziert sein muss, weil die Empfänger noch gar nicht bestimmt sind. Die kommen irgendwann in Zukunft, holen sich diese Daten. Wichtig ist nur, dass sie sicher gehen können, dass diese Daten tatsächlich auch von der Person stammen, von der sie glauben, sie stammen. Wie zuvor sind keine der Anforderungen in dieser Grundvariante mit der Blockchain erfüllt. Daher bringen wir wieder diesen Trick und setzen einfach die Garantien der Blockchain in die Anforderungen rein. Jetzt sieht die Sache natürlich besser aus. Ja, wir haben ja die Garantien einfach da reingesetzt. Abgesehen aber von der jetzt notwendigen Anonymität, die damit einhergeht, und der Forderung nach Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Informationsablage nicht, kommt leider nicht viel mehr dabei rum. Aber diese Anforderung möchte ich nicht per se als realitätsfern abstempeln, denn tatsächlich begegnet man in der Praxis eher einer leichten Abwandlung dieser Anforderung, häufig auch vor allem durch Rechtspflichten der Anwender bedingt. Ich schlage daher die folgenden Anforderungen vor. Dieses Baby. Die Information soll zuerst einmal für eine sinnvolle Zeit verfügbar sein. Hier ist Anonymität nun nicht mehr notwendig. Und die Information sollte integer bleiben. Mit diesen Anforderungen, da sie hier in der Realität zu finden sind, gibt es tatsächlich auch jemanden, der sich bereits mit Lösungen, die diese Anforderungen erfüllen, schon eine goldene Nase sich verdient. Und zwar Amazon mit ihren Amazon Web Services. Wenn man genau recherchiert, kann man sogar sehen, dass Amazon, der Jahresumsatz von Amazon ungefähr der gesamten Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen heutzutage vergleichbar ist. Da wir nun von sinnvollen Anwendungen der Blockchain sprechen, möchte ich noch auf die Smart Contracts zu sprechen kommen. Vereinfacht ist ein Smart Contract ein Stück Quelltext, welches verteilt auf Computern im Blockchain-Netzwerk läuft. Und zwar überall gleich, sodass die Ausgaben dieser Verarbeitung, dieser Durchführung ebenfalls überall gleich sind. Das erfordert, dass die Computer diesen Quelltext synchron abarbeiten und noch dazu mit den gleichen Eingabedaten. Diese Synchronizität wird tatsächlich durch den Konsensmechanismus im Blockchain-Netzwerk implizit gegeben, garantiert. Erstmal klingt das also gar nicht mal verkehrt. Tatsächlich gibt es in der Forschungswelt gab es auch schon lange vor der Blockchain solche Architekturen und gibt es auch noch heutzutage. Diese nennt man replizierte Zustandsmaschinen. Aktuelle Lösungen sind zum Beispiel die Produktreihe OpenShift von Red Hat, glaube ich, weiß ich gerade nicht genau. Blockchain dagegen setzt noch einen drauf. Und zwar das tägliche Vaterunser, nämlich die Unveränderlichkeit. Nun, also, das muss man sich mal vorstellen, auch wenn man sich in der Sicherheitsbranche ein bisschen auskennt. Von mir aus liest man auch häufiger mal heiße Security. Und dann weiß man, Programme sind von Menschen geschrieben und die beinhalten Bugs. Sehr häufig auch Sicherheitsbugs. Seit es Windows gibt, gibt es kontinuierlich auch Patches. Und was heißt also, wenn ein Programm unveränderlich ist? Nun, das kann man sich ableiten, denn aus einem unveränderlichen Programm kann man
unveränderliche Bugs ableiten. Es geht um die Smart Contracts. Die Smart Contracts sind ein Stück Quelltext, die im Endeffekt ein Programm darstellen. Die werden aber auf den Computern, auf allen Knoten der Computer im Netzwerk abgearbeitet. Sprich, es ist dann aus einem Programm wird ein Prozess, der auf allen Computern gleich läuft. Mit gleichen Eingaben, gleichen Ausgaben und dem gleichen Quelltext. So, wir können danach noch. Können wir danach noch, genau. Was unweigerlich zu unveränderlichen Bugs führt, wie zum Beispiel im Falle von sogenannten Suicidal Contracts. Durch das Ausnutzen von Sicherheitslücken in den Implementierungen solcher Contracts ist es möglich, das Vermögen solcher Contracts komplett wegzusperren. Eine geniale Idee, wie manche finden. Es wird versucht, mit Hilfe von manchen Smart Contracts ein autonomes Rechtssystem aufzubauen, welches von niemandem kontrolliert werden kann. Hier möchte ich Folgendes anmerken. Diese absolute Unveränderlichkeit wird man erstens nie erreichen und kein ernsthaftes Geschäftsmodell in der Praxis wird sich dem bedienen wollen. Denn wir haben ein funktionierendes Rechtssystem, auf das sich unsere Wirtschaft verlassen kann. Unser Rechtssystem hat aber auch Mängel. Mein Aufruf ist daher, lieber an diesen Mängeln zu arbeiten und unser Rechtssystem zu verbessern, anstatt jegliche Kontrolle an unveränderliche, vom Internet programmierte Smart Contracts abzugeben. Denn das ist Irrsinn. So viel also zu sinnvollen Anwendungen. Kommen wir nun zu meiner Lieblingsrubrik, dem Kuriositätenkabinett. Falls ihr schon immer der Meinung wart, dass bedeutende Unternehmen bedeutende Technologien fördern, möchte ich ein paar Zitate in diesen Raum werfen. Das erste Unternehmen im Bunde ist die Bundesdruckerei. Genauer gesagt, ein Innovationsmanager dieses Betriebs wurde interviewt zu seiner Vorstellung einer innovativen Blockchain-Technologie der Bundesdruckerei, nämlich die ID-Chain. Dort kriegt er unter anderem die folgende Frage gestellt. Als Absicherungsmechanismus verwendet die ID-Chain die Funktion der quantenmechanischen Analytik. Können Sie das etwas näher erläutern? Seine Antwort. Ja. Seine Antwort. Der Absicherungsmechanismus beginnt mit der Generierung einer atomaren Wellenfunktion für jeden Block. Dadurch können die Blöcke als Atome idealisiert und quantenmechanisch beschrieben werden. In der Analogie zur Natur können diese Atome dann auch Bindungen mit anderen Atomen eingehen, um Moleküle zu bilden. Durch diese Prinzipien entstehen zwischen zwei Blöcken einzigartige Molekülbildungen, die als Absicherungsmechanismus für Blöcke und die Kette als Ganzes dienen. Hier frage ich mich, ob denn das KIT einfach bei meinem Informatikstudium geschlampt hat und ich nicht das Wissen habe, um diese visionären Vergleiche nachvollziehen zu können. Tatsächlich aber erinnert mich diese Beschreibung an einen alten Bekannten, der hoffentlich hier den meisten bekannt ist. Der Kryptochef hat vor nicht allzu langer Zeit seine Vollbit-Verschlüsselung vorgestellt, die offensichtlich geradezu danach schreit, im Blockchain-Gewand nochmal auf die Bühne zu treten. Ein weiterer Kandidat, dessen Gedanken ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, ist Porsche mit ihrer Porsche-Chain. Das Öffnen und Abschließen des Fahrzeugs, auch aus der Ferne, sei ein gutes Beispiel für die Vorteile der Blockchain gegenüber der IT-Vernetzung über Zentralrechner. Wird das Auto selbst ein Teil der Blockchain, kann die Verbindung etwa von einem Smartphone zum Auto lokal und somit ohne Umwege über das Internet oder Rechenzentren erfolgen. So lässt sich diese Funktion nicht nur bis zu 6-mal schneller realisieren als mit bisheriger Technik. Ja, leider fehlt mir die Zeit, noch weitere Sachen vorzulesen. Da gibt es noch. IOTA hat auch mal ganz gute Sachen mit ihren Tritts. Googelt mal danach. Wunderbar. Manchmal frage ich mich, da ist so viel Kreativität drin in solchen Sachen. Hätte man diese Kreativität doch lieber in Game of Thrones am Ende reingesteckt? Schade.
Nun, nachdem wir das Konzept der Blockchain und dessen Nutzen für die IT-Sicherheit beleuchtet haben, möchte ich euch noch von unseren Einblicken in die IT-Sicherheit der Blockchain geben. Das Fundament von Blockchain-Technologien besteht in den meisten Fällen aus dem Signaturverfahren ECDSA, für welches in den meisten Fällen die elliptische Kurve SEC-P256K1 eingesetzt wird, und aus einer kollisionsresistenten Hash-Funktion, die noch dazu, wichtig zu erwähnen, vor allem beim Proof of Work, Laufzeitgarantien benötigt. Das kennt man ganz gut aus der realen Welt für die Passwort-Hashing-Algorithmen. Da ist SHA zu verwenden immer eine wunderbare Idee. Und warum man beim Bitcoin eben mit SHA den Proof of Work begründet hat, ist mir ein Rätsel. Allein deswegen gibt es ja diese ASIC-Mining-Farm. Die Kryptographie der elliptischen Kurven ist aber auch nicht trivial. Achtung, das ist jetzt mathematisch. Erstens, also was, damit ihr eine Vorstellung habt, was eine elliptische Kurve ist, im Endeffekt ist es diese Gleichung hier mit bestimmten A und B. Das ist, wird auch genannt die kurze Weierstrass-Gleichung. Ich setze, ihr kennt das ja alles, ihr habt einen Zahlenstrahl, die X-Skala, dann nimmt ihr einen Wert aus X, setzt das für dieses X hier ein, bekommt ein Y zum Quadrat raus, zieht die Wurzel daraus, habt ihr dann den Y-Wert. Dann macht ihr das Ganze für alle Werte auf der X-Achse und kriegt eure Kurve raus. Die Sicherheit der Kryptographie fußt auf der Schwierigkeit der Berechnung von mathematischen Problemen, wie der allen hoffentlich bekannte Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Dieser basiert auf dem Problem des diskreten Logarithmus. An sich ganz einfach. Man hat g hoch a, a ist der Exponent, finde das a. Und das ist, glauben Sie mir, sehr schwer. Muss man auch als Kryptograf glauben, dass das sehr schwer ist. Also glauben Sie mir, dass ich daran glaube. Bei den elliptischen Kurven ist das Problem sehr ähnlich. Man kriegt x mal b vor die Flinte gesetzt. B ist ein spezieller Punkt auf der elliptischen Kurve. Im Endeffekt ist das also ein x-Vielfaches von diesem Punkt, wird ebenfalls wieder ein Punkt auf der elliptischen Kurve sein. Und das Ziel hier ist, bei dem additiven diskreten Logarithmus, der sich da über das kryptografische Problem hinter den elliptischen Kurven darstellt, das ist sehr schwer, dieses x zu finden. Der Unterschied aber von dem diskreten multiplikativen diskreten Logarithmus, der sich eben beim Diffie-Hellman zu dem additiven diskreten Logarithmus, der bei den elliptischen Kurven sich findet, der Unterschied liegt darin, dass welchen Einfluss die Parameter auf die Schwierigkeit des Problems haben. Für den diskreten Logarithmus bei dem Diffie-Hellman ist das ganz einfach. Man vergrößere einfach die Menge, aus der a stammt. Nun, die Menge ist größer, muss man halt eine größere Menge durchsuchen, bis man das richtige a finden kann. Bei den elliptischen Kurven dagegen muss man die Parameter der Weierstrass-Gleichung verändern, also das a und b. Änderungen aber von a und b haben selten einen offensichtlichen Einfluss auf die Schwierigkeit des additiven diskreten Logarithmus über den elliptischen Kurven und daher für Laien besonders ungeeignet. Daher ist es notwendig, dass man bei der Kryptographie der elliptischen Kurven sich auf Standards beruft. Blöd nur, dass vor nicht allzu langer Zeit es ein Paper gegeben hat, dass die Herausgeber solcher Standards versteckte Backdoors in den Kurven platzieren können, wie dieses Paper in der Vergangenheit wunderbar gezeigt hat. Die meisten Blockchain-Technologien setzen auf den Standard der Secure Efficient Cryptography Group, genauer gesagt die Kurve SEC-P256K1. Dieser hat a gleich 0 und b gleich 7. Hier stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum ausgerechnet das. Ich habe dazu ein bisschen recherchiert, war mir auch nicht ganz klar, ist mir jetzt immer noch nicht klar geworden und möchte die wichtigsten Ergebnisse dazu präsentieren. Erstmal habe ich natürlich ja nach dem Standard gesucht. Dazu bin ich dann auf die Homepage gestoßen und da musste ich allerdings feststellen, dass die Homepage des Standards schon seit 2014 in ominösen Reparaturarbeiten steht und man sonst im Netz auch keine aktuellen Informationen zum Stand der Dinge kriegt. Sucht man weiter nach den Gründen hinter der Wahl dieser Kurve, findet man als Foren-Archiv-Nekromant im Bitcoin-Talk-Forum sehr interessante Aussagen wie die von Hall Finney, einem ehemaligen Mitbegründer dieses außer Kontrolle geratenen Laborexperiments. Ich kenne die Gründe dahinter nicht.
Die Techniken scheinen mir aber esoterischer Natur zu sein. Eine weitere Aussage ähnlichen Alters: Ich habe mit Satoshi diskutiert. Es gibt wohl keinen Grund dahinter. It just happened to be around at the time. Das konnte ich nicht befriedigend genug ins Deutsche übersetzen, deswegen habe ich es einfach in Englisch gelassen. Das BSI führt den Standard ebenfalls schon lange nicht auf. Noch weniger, genauer gesagt, null ist die Anzahl an Erwähnungen zu dieser Kurve in den öffentlichen Datenbanken des BSI. Sogar der Autor des Standards hatte einen Kommentar dazu abgegeben. Er ist überrascht, dass jemand diese Kurve einsetzt. So viel also zu den eingesetzten Bausteinen. Werfen wir also noch einen Blick auf die Implementierung. Also ab auf GitHub, in das Bitcoin Core Repository, in die SEC-P256K1 Implementierung, natürlich zuerst in das README reingucken und das dort, this library is used to research best practices, use at your own risk, steht, scheint anscheinend keinen der Anteilseigner und Investoren von Bitcoin zu interessieren. Ein Blick auf eine andere Währung offenbart die Faulheit oder vielleicht auch Angst, diesen Teil der Implementierung auch nur anzufassen. Das ist zum Beispiel die Implementierung der SEC-P-Kurve in der Währung EOS. Ganz druckfrisch wurde auch eine Studie über die Codebasis der Blockchain-Implementierung veröffentlicht. Die Codebasen wurden in Clustern zusammengefasst. Währungen in einem Cluster haben also viel Code gemeinsam. Eine besondere Stellung haben dabei Repositories, welche in Cluster 2 und 3 fallen. Das habe ich hier mit den roten Kreisen markiert. Dort findet sich nämlich der Kommentar: This code is unmaintained and has known exploits. Do not use it. Scheint ebenfalls niemanden zu interessieren. Versetzen wir uns also in die Rolle eines rechtschaffenden Sicherheitsforschers. Wir finden einen Bug, welcher in den bedeutendsten Währungen des Marktes aufgrund dieser Problematik, aufgrund des Code-Sharings, für viel verbranntes Geld sorgen kann und stellen uns die Frage, wem melden wir diesen Bug? Selbst wenn wir auf eine einzige Währung uns festlegen, wahrscheinlich dann die mit der größten Bug-Bounty, wer ist dann tatsächlich Verantwortliche, dem wir dann auch diesen Bug überreichen werden? Alles Fragestellungen in diesem Ökosystem, die sehr verwaschen sind und nicht immer eindeutig zu klären sind. Stellen wir uns nun zum Abschluss die folgende Frage. Was wäre, wenn die Grundlagen der Blockchain, welche alle kryptografischer Natur sind, bröckeln? Die geheimen Schlüssel werden nicht mehr so ganz geheim sein. Jegliche Zugriffskontrolle entfällt damit. In einer kommunistischen Natur wird jedes Vermögen jedem gehören. Die Blockchain wird damit zwangsweise von Null auf mit einer neuen Grundlage anfangen müssen. Milliarden werden verpuffen auf einen Schlag. Und ich bin fast gewillt zu sagen, ich freue mich drauf, aber das wäre unfair den Leuten, die ihr Geld verlieren würden. Ich möchte noch einmal auf den Titel dieses Vortrags kommen. Blockchain, ein außer Kontrolle geratenes Laborexperiment. Genau dieses Bild hatte ich im Kopf, als ich mit meinen Recherchen in diesem Ökosystem fertig war. Ein wirres Drauf und Drüber und ein Wiederkauen von immer gleichen Bausteinen im neueren Gewand. Es herrscht ein Stillstand seit dem Ausbruch dieses Laborexperiments. Die Wissenschaft muss den Hirngespinsten der Blockchain-Community hinterherkommen, um die Sicherheit zu untersuchen. Nur um vielmals festzustellen, dass alles doch viel einfacher gegangen, geht und gehen wird. Vielen Dank. Hol dir was zu trinken. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen und hoffentlich auch Antworten. Wenn ihr eine Frage habt, Hände in die Höhe und ich komme mit dem Mikro zu euch. So. Danke. Also was Bitcoin angeht, stimme ich zu, das ist ein bisschen ein Wahnsinn, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Bitcoin etwas ganz, ganz Wichtiges geleistet hat. Mhm. Es hat ein Monopol gebrochen, es hat das Monopol der Schöpfung von virtuellen Werten jenseits der Zentralbanken gebrochen. Das kennen wir als Buchgeld, nun Bitcoin hat einen Weg geschaffen, um andere Werte, virtuelle Werte zu schaffen, abseits von diesen Banken.
weswegen die auch ein bisschen davon unter Druck gesetzt wurden. Ja, so viel zu Bitcoin. Ich habe mir eigentlich ein bisschen erwartet von diesem Vortrag, dass ich, weil du hast auch am Anfang gesagt, du wirst ein bisschen aufzeigen, was, wie man es sinnvoll verwendet, Blockchains. Hast du, oder ich habe es nicht so wirklich mitbekommen. Ich kann gerne nochmal jetzt noch darauf eingehen. Ich habe mir nämlich diese Frage erwartet, was denn eine sinnvolle Anwendung der Blockchain ist. Dazu gab es jetzt, funktioniert es noch? Ja. Dazu gab es jetzt vor, ja auch recht druckfrisch, eine Analyse der Cerber Ransomware. Es ist im Endeffekt ein Botnetz, welches sich der Bitcoin-Blockchain bedient, um ja, gewisse Probleme, die sie ohne Bitcoin haben würde, zu lösen. Da muss ich vielleicht zuerst mal noch ganz kurz noch auf das Botnetz kommen, was es denn ist, was sind denn die Anforderungen. Die Anforderungen bei dem Botnetz, bei einem Botnetz sind Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Anonymität des Command and Control Servers, Authentifikation der Befehle, geringe Latenz und es ist wichtig, dass die Bots alle unter dem Radar bleiben. Eine Lösung für diesen unter dem Radar bleiben, beziehungsweise eine Lösung, die dem widerspricht, aber für die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit sorgt, ist erstmal ohne der Blockchain, ist der Domain Generation Algorithmus. Das kann man sich schwer vorstellen, aber stellt euch vor, auf jedem Bot läuft der gleiche Pseudo-Zufallsgenerator, der mit öffentlichen Informationen geführt wird, auch auf dem Command and Control Server. Das heißt also, alle Teilnehmer des Botnetzes erzeugen synchron die gleiche Zufallsfolge. Am Tag werden ungefähr so 50.000 Zufallsstring erzeugt und damit der Command and Control Server erreichbar ist, registriert er irgendwann eine dieser zufälligen Strings als Domain, als Hostnamen. Damit können die Bots darauf zugreifen, können die IP-Adresse abrufen und ihre Befehle abholen. Das Problem ist hier bei diesem Domain Generation Algorithmus, dass ein Bot am Tag 50.000 Anfragen an Domain-Server schickt und damit auch in der Regel auch 50.000 NX-Domain-Antworten zurückkommen. Das führt dazu, dass diese Anforderung nach unter dem Radar bleiben hier nicht erfüllt ist und häufig man so auch das Botnetz erkennen kann. Und genau dieses Problem begegnet das Cerber-Botnetz, nämlich diesem Punkt mit dem Domain Generation Algorithmus, damit es unter dem Radar bleibt, passiert nämlich das folgende: Der Command and Control Server schreibt den Hostnamen, den er registrieren möchte, den er dann danach noch beim DNS-Server registrieren wird, kodiert es rein in die Bitcoin-Blockchain. Die Wallet-Adressen, wo diese Information auftaucht, sind dabei in der Malware hardcodiert, sprich jeder Bot, der neu dazukommt, kriegt das mit rein und kann das über eine ganz normale HTTPS-Anfrage bei einem der Webserver, die die Blockchain bei sich halten, anfragen und sich holen. Und daraufhin, ja, Hostname ist da, der wurde registriert, man kriegt die IP und so weiter. Also hier ist tatsächlich ein Anwendungsfall, um diesem DGA entgegenzuwirken. Das ist aber auch bisher der einzige Anwendungsfall, der sinnvolle und der tatsächlich auch eingesetzte Anwendungsfall, dem ich begegnet bin, ist. Weil halt anders geht es hier nicht. Ein ehrliches Unternehmen, das wird vor diesem Problem gar nicht stehen, man würde dann einfach auf den DNS-Dienst zugreifen. Beim Botnetz geht es halt nicht. Ja. So. Das war gefinkelt. Fertig mit dem Vortrag und dann noch Slides für 10 Minuten. Ja. Entschuldigung. Ich habe häufiger mal gesehen, dass irgendwo über Private Blockchains geredet wird und während eine Public Blockchain irgendwie noch ein halbwegs nachvollziehbares Konzept ist, erscheint mir das Konzept, wenn man es direkt überträgt, sehr idiotisch. Und ich wollte fragen, ist das wirklich so idiotisch oder steckt da irgendwas Latenz-Sinnvolles dahinter? Ja, also wie gesagt, ich habe ja das Generalsproblem am Anfang gezeigt und das Generalsproblem, was 1984 schon vorgestellt worden ist und auch Lösungen dazu damals schon gezeigt worden sind, ist genau der Anwendungsfall von diesen Private Blockchains. Das heißt also,
Die Lösungen, die für diese öffentlichen Blockchains da sind, die zusätzlich noch mit dem Sybil-Angriff kämpfen müssen, einfach so als Private Blockchain aufzusetzen, ergibt aus sicherheitstechnischer Sicht keinen Sinn. Weitere Fragen? Wir haben noch ein paar Minuten. Jawohl, ich komme. Nicht laufen, weil da passieren Unfälle. Schön zum Mund halten. Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Ich würde gerne mal eine naive Frage stellen. Kannst du noch mal kurz auf der Folie zurückgehen mit diesen ganzen Proof of Work, Consum State und so weiter und so weiter? Und zwar, ich habe mal einen guten Freund von mir, der arbeitet auch in Blockchain-Projekten und der hat gerade so ein bisschen mitgehört. Mhm. Und genau, die naive Frage, die ich stellen würde, was deine Meinung dazu ist mit dem Proof of Zero Knowledge, ob du dazu was sagen könntest. Weil in der Blockchain. Ja, könnte ich, wenn ich wüsste, was das ist. Okay, vielen Dank. Kann ich leider nicht sagen. Also ich muss, aber ich kann trotzdem noch in die Richtung antworten. Ich habe das Ganze jetzt hier so dargestellt, dass das alles keinen Sinn macht bei diesen Proof of Works. Das ist, also vielleicht ist das so rübergekommen. Das ist gar nicht der Fall. Also ich wollte gar nicht so wiedergeben, dass diese Proof of irgendwas, diese Konsensmechanismen alle überhaupt keinen Sinn machen. Was ich hier kritisiere aber ist, dass man hier nicht wirklich professionell an die Sache rangegangen ist. Ich habe mehrere Dokumentationen zu diesen Konsensmechanismen durchgelesen und Begründungen für Designentscheidungen waren dort nicht vorhanden. Man hat einfach gesagt, wir machen das jetzt so und fertig. Und das ist das, was einfach nicht sein darf, weil danach müssen andere das angucken und möglicherweise eben verbessern. Hier hinten? Ja. Ja, zu dem Teil zur Kryptographie möchte ich ein bisschen widersprechen. Und zwar zwei Punkte. Zum einen hast du das so dargestellt, als sei bei Diffie-Hellman das quasi trivial und anhand der Gruppengröße die Sicherheit, das stimmt so nicht. Also es ist sehr relevant, wie man genau die Parameter auch da wählt. Und auch das Paper von Bernstein, Lange und Co., was du zitiert hast, das hat nicht gezeigt, wie man eine Backdoor in eine elliptische Kurve einbaut, sondern nur quasi, wie man plausibel es erscheinen lässt, als hätte man etwas zufällig gewählt, was so zufällig nicht ist. Diese Diskussion um Hintertüren in elliptischen Kurven ist sehr ausführlich geführt worden. Es sind alles sehr, sehr vage Spekulationen. Also irgendwas Handfestes, dass sowas überhaupt möglich wäre, gab es nicht. Ja, also es tut mir leid, falls ich das Ganze zu vereinfacht dargestellt habe. Ja. Ich kann in allen Punkten zustimmen. Ich bin allerdings auch selbst kein Experte in der Kryptographie der elliptischen Kurven. Aber ja, also ich muss sagen, die Verständlichkeit vom diskreten Logarithmus, seine Schwierigkeit zu verstehen, ist um Längen einfacher als das mit den elliptischen Kurven ist. Und das ist das, was ich wiedergeben wollte, dass es wichtig ist, bei den elliptischen Kurven sich auf Standards zu berufen und das nicht selbst zu machen. Auch natürlich, wenn das beim diskreten Logarithmus ebenfalls wichtig ist. Dort ist aber der Einfluss der Parameter viel einfacher zu verstehen als bei den elliptischen Kurven. Ich hoffe, dass da können wir uns einen kleinen Konsens finden. Da könnt ihr euch bei einem Getränk dann noch weiter unterhalten nachher. Hier. Ich hätte noch eine Frage zu der Slide mit dem PKI, mit der PKI-Lösung. Ist denn Bitcoin nicht sowas wie ein PKI-System? Denn man lädt ja seine Public Keys da hoch und hat vielleicht noch einen Hash davon einfach nur hochgeladen, aber im Endeffekt macht es ja nicht viel anderes. Nur, dass da eben noch Geld mit dranhängt, aber... Also seine Public Keys hochladen... Also wenn ich jemanden Geld verschicken möchte mit Bitcoin, dann schicke ich das ja entweder mit PK Public Key an den Public Key oder mit Pay to Public Key Hash an den Public Key Hash. Mhm. Also im Endeffekt stehen dann ja in der Blockchain diese Authentifizierungsmechanismen. Also aber da muss man ein bisschen unterscheiden. Das eine ist das Geld rübersenden, was ein Blockchain intern ist. Das befindet sich sozusagen in der Welt. Der Blockchain, bleiben wir mal beim Bitcoin, das befindet sich wirklich in dieser intrinsischen Welt. Aber mir ging es hier um die Informationsablage, um die Daten, die man von außerhalb reinschreibt. Das kannst du mit einer Überweisung machen, richtig.
Also das kann ich ja nur mit einer Überweisung machen. Ja. Und in einer Überweisung bei Bitcoin steht ja immer, gibt's ja immer Inputs und Outputs. Ja, ja. Und aber die stehen erstmal drin. Und genau, danach muss diese Information an mich rankommen. Wie kommt diese Information entweder, an mich ran? Entweder dieser Input oder dieser Output, beziehungsweise immer der Input, entweder Input oder Output, ja, aber enthält einen Public Key oder einen Public Key Hash. Also ja, aber woher weiß ich, an welche Adresse das kommen muss? Ja, das weiß ich ja auch nicht bei einem Public Key Infrastructure. Irgendwo muss ich ja erstmal austauschen, richtig, wer das genau. ist. Genau, und darum geht es. Und dazu gibt es dann eben Adressen, die man dann halt irgendwie vorher austauscht. Genau, und dieses vorher austauschen erfolgt in der Regel, indem ich eine Homepage aufrufe, die eben diese Adresse da drin hat, und dies schließt Public Infrastructure ein. Das ist notwendig. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Bisschen Zeit hätten wir noch. Eine letzte würde ich noch nehmen. Wenn nicht, gut, dann nicht mehr. Dann sage ich noch einmal vielen, vielen herzlichen Dank, Vasili. Herzlichen Dank. Dankeschön.